Meine Damen und Herren, der Kämpfer in der blauen Ecke brachte 63,4 Kilogramm auf die Waage. Er ist 28 Jahre alt, Größe 1,77 Meter. Er bestritt 3 Kämpfe, 3 Niederlagen aus der Schweiz. Herzlich willkommen vom Black Mamba Gym, Stefano Gennaro. In der roten Ecke brachte 63,2 Kilogramm auf die Waage, ist 19 Jahre alt, 1,78 Meter groß. Seine Kampfbilanz, ein Kampf, ein Sieg. Herzlich willkommen vom Fight Club aus Gelsenkirchen, Ali Gündüz. Wir hatten einen sauberen Kampf und hört immer auf meine Kommandos. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt mich jetzt. Ansonsten shake hands, rock'n'roll. Ersten Profi, Sieg direkt beim ersten Kampf eingefahren. Und es geht los. Achtet auf seinen rechten Kick und seine rechte Gerade. Der Mann ist pfeilschnell, guter Striker. Und jetzt will er weiter durchstarten als Profi. Sein erst zweiter Kampf heute. Gute Rechte. Das ist die rechte Gerade, von der ich gesprochen habe. Gündüz hat diese rechte Gerade und den rechten Power Kick. Den bereitet er meistens gut vor. Oh, schöne Rechte wieder. Gut abgefangen, nochmal eine Rechte, um Tschüss zu sagen. Der Schweizer, oh, passiert an den Körperhaken, der hat ihn durchgerüttelt. Hat immer die Oktagon mit. Oh! Und da ist der rechte High Kick. Knallharter Kick zum Pin. Und da muss Gennaro zu Boden nach diesem Leberhaken. Der Referee hechtet dazwischen, der Kampf ist vorbei und Gennaro hält sich seine Leber, während hier die Leute um mich herum explodieren. Der Lokalmatador. Der Sieger in diesem Kampf durch. Kau in der ersten Runde die rote Ecke, Ali Gündüz.